Dieses Video wird Ihnen präsentiert vom Reisebüro auf dem Rodenhof. Das Reisebüro mit dem kostenlosen Flughafentransfer. Lukas, nach dem Foul von Rizzuto ist das Spiel, denke ich, gekippt. War das der einzige Grund? Das war in der ersten Halbzeit, war es jetzt nicht völlig überzeugend, die Leistung. Ja, ich glaube, auch in der ersten Halbzeit haben wir ein bisschen leichte Probleme gehabt. Ich glaube, das war trotzdem noch ausgeglichen. Wir haben jetzt nicht viel zugelassen, hatten ein bisschen weniger Anteil. Ich glaube trotzdem, dass wir eigentlich gut aus der Halbzeit kommen. Ein bisschen bessere Kontrolle auf jeden Fall hatten. Und dann durch die gelb-rote Karte verändert sich natürlich das Spiel. Ich glaube, wenn wir es ein bisschen länger schaffen, kein Gegentor zu bekommen, dann können wir es auch irgendwie über die Zeit bringen. Und dann auch noch das beim 2-0 dann halt auch noch. Also ich glaube, im 1-0 kann man auch irgendwie nochmal irgendwie eklig, nochmal dreckig ein 1-1 machen. Mit dem 2-0 war es dann halt auch irgendwie noch schwieriger. Dementsprechend war es natürlich ein Genickbruch, so ein bisschen, ne, die rote Karte. Ja. Braucht ihr jetzt die 2 Wochen, die ihr jetzt habt, zur Vorbereitung aufs nächste Spiel? Weil man hat schon gemerkt, dass ein bisschen bei einigen Leuten, glaube ich, der Tank leer war, oder? Ja, ich glaube, so eine ganz normale Woche wäre jetzt auch alles in Ordnung gewesen. Jetzt haben wir halt ein bisschen längere Zeit. Mal schauen, wann dann Duisburg kommt. Aber egal, wann das nächste Spiel kommt, wir werden bereit sein und wir werden auch frisch genug sein. Auch heute, ich glaube, wir hätten trotzdem noch die zweite Halbzeit wieder marschieren können. Wir sind auch in Unterzahl nochmal zu Chancen gekommen und sind noch ein bisschen marschiert. Ich glaube, wir haben trotzdem immer genug im Tank. Das nächste Spiel wird kommen und da werden wir wieder angreifen und versuchen, 3 Punkte zu holen. Auch wenn man jetzt die Statistik sieht, ist man im Vergleich zum letzten Jahr steht noch schlechter da. Das ist aber überraschend eigentlich. Ne? Ich weiß jetzt nicht, ob das überraschend ist. Keine Ahnung. Ich glaube, wir hatten letztes Jahr auch einen ziemlich guten Start. Jetzt war der Start, sag ich mal, okay bis vor dem Spiel. Klar hätten wir heute gern gewonnen, aber die Gründe, warum wir wahrscheinlich verloren haben, habe ich ja eben schon gesagt. Und ja, es geht immer nur weiter nach vorne.